Liebe Landsleute, liebe Freunde, ein herzliches Grüß Gott und Garden Doch von dem Original Karpatenblech. Das Jahr 2020 wird in die Geschichte eingehen, denn nichts ist mehr so, wie es früher war. Auch Pfingsten nicht. Jetzt wären wir alle in Dinkelsbühl und würden den Heimattag feiern. Es wäre der 70. Schade, dass es so gekommen ist, aber wir sind alle betroffen. Die Siebenbürger Sachsen sind nicht nur fleißig und zuverlässig, nein, sie sind vor allem auch diszipliniert. Egal, wo sie auf dieser Welt sind, sie halten sich an die Regeln. Haltet ihr an die Regeln und wir auch. Wir hoffen euch hiermit zumindest einen kleinen Ersatz mit diesem Platzkonzert zu bieten, denn zu so einem Fest gehört nach Siebenbürger Tradition auch eine zünftige Blasmusik. Wir starten mit dem Marsch mit Windeskraft von Franz Mayrhofer. Thank you.
was wäre ein Tag ohne heitere Momente, Freunde? Ich nenne es immer, wenn ich auf der Bühne erzähle, aus dem Leben. Und da muss ich meinen Nachbar, den Franz, erwähnen. Der Franz, der ist nämlich Jäger, den habe ich vor 2 Wochen besucht. Sag ich, Franz, du hast ja lauter Trophäen. Da hat er mich durchs Wohnzimmer geführt und siehe da zwischen den ganzen Trophäen sein Hochzeitsfoto. Sag ich, Franz, was macht denn dein Hochzeitsfoto zwischen den Trophäen? Sagt er, das ist der größte Bock, den ich geschossen habe. Ja, Freunde, ihr seht, ein bisschen Spaß muss sein. Die Siebenbürger Sachsen sind in der ganzen Welt verstreut und deshalb ist der nächste Titel ein Muss für den heutigen Heimattag, und zwar die schöne Polka Ohne Heimat ist die Welt nicht schön. Musik ab. So, Freunde, ohne Heimat ist die Welt nicht schön. Ich glaube, da stehen wir alle dazu. Und noch was aus dem Leben. Ein kleiner Junge beobachtet einen Bankangestellten durch das Fenster. Und das schon über eine halbe Stunde lang. Als der Bankangestellte merkt, dass der kleine Junge ihn so lange beobachtet hat, hat er gedacht, was wird denn der wollen? Es vergehen noch mal 10 Minuten. Der kleine Junge drückt sich die Nase platt an der Scheibe und beobachtet ihn unentwegt. Ja, irgendwann steht der Bankangestellte auf und geht raus und fragt den Jungen, na mein Sohn, möchtest du auch mal Banker werden? Sagt er, nein, ich nicht, aber mein Bruder, die faule Sau. Ja, Freunde, Sie sehen, ein bisschen Spaß muss sein. Die nächste Polka hat eine ganz besondere Geschichte.
Und das möchte ich mir nicht entgehen lassen, diese Geschichte möchte ich erzählen. Ein Neppnerfer Musiker namens Josef Köber konnte nach dem Krieg aufgrund des Eisernen Vorhangs bis 1956 nicht zu seiner Familie nach Neppnerf zurückkehren. Er lebte in Wien und musizierte dort bei einer Blaskapelle. Und als der Eiserne Vorhang dann fiel, kam er 1956 zurück nach Neppendorf. Ja, und er brachte da ein paar Noten mit, unter anderem auch diese schöne Polka. In Neppendorf heißt sie einfach nur die 39er Polka und im restlichen Siebenbürgen heißt sie die Neppendorfer Polka. Wurde sehr viel und gerne gespielt, aber auch gerne gehört. Möchten euch diese Polka nicht vorenthalten, für euch zum Heimattag die 39er oder die Neppendorfer Polka. Musik ab! So, Freunde, das war die 39er oder auch Neppendorfer Polka genannt. Das Karpatenblech hat seine eigene Klangfarbe, bedingt durch das Akkordeon und die fehlenden Klarinetten. Aber das war auch die Besetzung für Hochzeiten und Feste für Nachkriegszeit in Siebenbürgen. Der nächste Titel bringt die Kombination von Blasinstrumenten und Akkordeon in ganz besonderer Form zum Ausdruck. Da ist Blasmusik und Oberkreiner vereint. Ein wunderschönes Stück mit der schönen Klangfarbe, Blasmusik in der Oberkreiner und der Titel heißt Polkafeuer. Aber vorher möchte ich nur etwas aus dem Leben erzählen. Sie sehen, die Sonne scheint. Wir hatten in den letzten 2 Jahren 2 Jahrhundertsommer. Also 2 Sommer, die werden Sie wahrscheinlich in den nächsten 100 Jahren nicht mehr wiederholen. Und natürlich hatten wir auch eine Dürre. Und diese Dürre, die hat den Bauern mächtig zugesetzt. Jetzt hat im Landkreis Ostallgäu der Landrat entschieden, dass die Bauern entschädigt werden und haben sich aber ein besonderes Entschädigungsmerkmal festgesetzt. 1000 Euro kriegt jeder Bauer für jeden Sohn, den er hat. Ist zwar komisch, aber ein Bauer hat seine Chance gewittert. Er hatte nämlich einen unehelichen Sohn. Hat er gedacht, das
Das erzähle ich jetzt meiner Frau, weil bei 1000 Euro, da sagt sie bestimmt nichts. Und so hat er es gemacht und hat der Frau gebeichtet. Also er hat einen unehelichen Sohn. Die Frau hat es natürlich geschluckt, 1000 Euro zusätzlich. Er hatte schon zwei eigene, hat sie gedacht, also 2000 für die eigenen Söhne und 1000 für den unehelichen, dann kriegt er 3000 Euro. Als die vom Landratsamt kamen, um die Söhne zu zählen, war nur der uneheliche da. Sagte zu seiner Frau, ja sag mal, wo sind unsere beiden Söhne? Sagt sie, der Nachbar hat sie gerade geholt, der will auch das Geld haben. Freunde, wir erleben ein paar schöne Momente, wenn auch diesmal auf eine andere Art und Weise. Freuen uns aufrichtig auf ein Wiedersehen und da wären wir auch schon bei dem nächsten Titel und zwar der schöne Walzer Wir sehen uns wieder. Aber, Freunde, mit einem speziellen Text, geschrieben und gesungen von Renate und Dieter Huber. Vorher habe ich noch eine Geschichte mit dem Pfarrer, eine besondere Geschichte. Es treffen sich zwei Pfarrer. Und da sagt der eine, du, stell dir vor, wir haben das Fahrradl geklaut. Oh, sagt der eine, das kann doch nicht sein, einem Geistlichen zu bestehlen. Aber das kriegen wir hin, pass auf. Beim nächsten Gottesdienst in der Kirche, dann steigst du auf die Kanzel hoch und zählst die 10 Gebote auf. Und wenn du beim Gebot bist, du sollst nicht stehlen, dann guckst du runter in die Gemeinde und wenn einer so verschmitzt da sitzt, dann haben wir ihn. Ja, gesagt, getan, 14 Tage treffen sich später, die zwei Pfarrer. Jetzt sagt er, und, wie war's? Oh, sagt er, geh, wie du gesagt hast. Gottesdienst, ich auf die Kanzel hoch, 10 Gebote. Er sagte, und, hast du ihn? Sagt er, nein, ich habe ihn nicht.
als ich beim Gebot war, du sollst nicht Ehe brechen, ist mir eingefallen, wo mein Fahrrad steht. Liebe Freunde, liebe Landsleute, in nah und fern, leider gehen auch schöne Momente viel zu schnell vorbei. Ich möchte noch hier ein herzliches Dankeschön sagen bei unserem Kamerateam Agathe und Karl Burkischer, sowie unserem Grillmeister Hans Thekeser. Der ist nicht nur Grillmeister, sondern auch unser Gönner. Dem möchte ich ganz besonders danken. Und unser Motto lautet nach wie vor, wir gehen nur dann zufrieden nach Hause, wenn unser Publikum begeistert ist. Verabschieden möchte ich mich noch mit einem Erlebnis aus dem Leben. Und zwar, ich komme wieder zu meinem Nachbar, zum Franz zurück. Mit dem war ich in einem strengen Winter Holz machen. Und bei minus 20 Grad sehe ich, dass der Franz noch die Ohrklappen von seiner Mütze, er hatte so eine russische Militärmütze auf, aber die Ohrklappen waren noch oben und die Ohren waren feuerrot gefroren durch. Sage ich, Franz, minus 20 Grad, mach doch die Ohrklappen runter. Oh, sagt er, das mache ich nicht mehr. Sei, warum nicht? Seit ich den sehr schweren Unfall hatte, passiert mir das nicht mehr. Ich mache die Ohrklappe nicht mehr runter. Sag ich, Franz, was für einen Unfall hattest du? Oh, sagt er, es wurde mir ein Schnaps angeboten und ich habe es nicht gehört. Freunde, dazu einen Trinkspruch. Wer am Pfingsten einen hebt, hat Ostern überlebt. Prost und zum Wohl. Prost! Prost! Auf euer Wohl!
Musik.